Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dishonored. The Knife of Dunwall. Wir sind hier im dritten Level und versuchen uns gerade so ein bisschen nach oben zu arbeiten. Wir sind ja hier bei den... eigentlich in unserem Assassinenlager, aber irgendwie sind ja wohl doch dann ein bisschen... ist ja wohl irgendwie ein bisschen was falsch gelaufen, so wie es aussieht. Oh, da oben sind aber eine Menge Jungs. Wir nehmen erstmal die Kette weiter nach oben, würde ich sagen. Ah, die sind auf dem Dach, das ist gut zu wissen. Dann bin ich hier unten wohl erstmal halbwegs sicher. So, machen wir mal auf. Ich habe Dauts Schlüssel benutzt, na das ist doch gut. Was haben wir denn da? Explosivbolzen. Oh, aha. Was mache ich denn schon wieder? Viel zu forsch hier mal wieder vorgegangen. Hier ist ja offen. Und gleich drei Jungs, hä? Denk nicht mal dran. 13 Betäubungspfeile habe ich zu meiner Verfügung. Ah. Ach, schau an, hier ist... hier sind so... So, komm mal her. Dich legen wir mal lieber irgendwo hin, wo dich niemand sieht. Ach Gott, sind das wieder lange Bücher, ey. Die Frage ist, wo dich niemand sieht, hä? So, Kollege, du darfst normal schlafen gehen. So, dann war's das hier auch erstmal, oder? Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich erinnere mich an das Level, das ist ein bisschen Recycling vom letzten Teil. Also, naja, indirekt vom... also, von... ne, ihr wisst schon, oder? Ach, Quatsch. Vom Hauptspiel ist das hier Recycling. Da war das auch eins der letzten Level auf jeden Fall. Kann ich mich noch gut dran erinnern? Die Frage ist natürlich... what? Da tötet jemand meine... meine Soldaten. Kann das sein, dass hier vielleicht irgendwo Corvo oben turnt? Das wäre ja schon lustig. Aber ich weiß, dass ich als Corvo Dout, glaube ich, nicht erledigt habe, wenn ich mich nicht täusche. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich Corvo nicht beseitigt hatte. Wo muss ich eigentlich überhaupt hin? Aufseher Holmes, gefangener Assassin, gefangener Assassin. Das heißt, die Richtung ist eigentlich eher falsch. Also gehen wir mal ganz klar hier hin. Der ist erledigt. Kann wohl nicht mehr kämpfen. Hey, wir werden die Wache nicht machen. Hörst du mich? Wachen zu mir! Ja. Irgendwas Interessantes dabei gehabt? Nicht wirklich. Ein paar Betäubungspfeile liegen hier rum. Das ist schon mal nicht schlecht, da ich wieder die Hälfte verschieße. Knochenartefakt. Ketzerisches Artefakt. Bitte verwahren Sie so natürlich Artefakt. Es wurde bei einem von Dauts Männern im Trainingsbereich des Gebäudes gefunden. Im zeitweiligen Hauptquartier soll sich eine Kiste für Gegenstände dieser Art befinden. Legen Sie es dort ab, nachdem Sie ins Fundbuch eingetragen haben. Oh, da gibt es also noch mehr von denen. Gleich mal gucken, was ich da gefunden habe. Nein, nicht die Kräfte, sondern die Runen. Gesunder Appetit. Ich verliere eh keinen Schaden. So, dann befreien wir mal unseren ersten Assassinen. Zerschneiden Sie das Seil. Meine Hände sind gefesselt. Ich schaffe es. Ich erwarte Ihr Signal. Ja, genau. Ein gefangener Assassine wurde befreit. Na, das ist doch schon mal ein schöner Anfang, oder? Wir lassen keinen zurück. No man left behind. So ein bisschen das Gefühl.
Ah, hier kann ich mich auch daran erinnern, da ging es dann nach da oben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich würde gerne noch da draußen rausgehen. Da war ja auch noch ein bisschen Kram, wenn wir uns richtig erinnern. Ey, warum geht denn das wieder nicht? Jetzt halt. Dein Blut gehört uns! Überall nachsehen. Ich würde fast mal behaupten, das war ziemlich dämlich. Aufstehen, sofort! Wir wissen, dass du hier bist. Aufwachen, wir scheiß! Wie viele sind denn das? Irgendwer! Laden wir mal das Spiel. Der wird mir doch bestimmt hier einen Safe-Punkt angelegt haben, oder? Als ich den Kollegen befreit habe. Genau. Oder sogar noch besser. Habe ich wohl doch die Schnellspeichertaste gedrückt? Bin ich ja doch gar nicht so dämlich. Ha, schon. Okay, hier kommen wir aber irgendwie nicht so gut raus. Wir müssen aber eh irgendwie nach da, oder? Aufseher Jung. Ah, ich weiß nicht so recht. Versuchen wir unser Glück mal hier. Legen ihn mal da oben ab. Ah! Wie konnte mich der da sehen? Wahrscheinlich Ratten, die sind überall. Ja, wahrscheinlich. Hast du vollkommen recht. Wo ist denn der Kollege? Wo sind mein Orgelspielerchen? Da unten sind ganz viele. Ist ja auch wieder super. Ist hier noch irgendwo was? Oh, naja, Betäubungsbolzen 2. Die nehme ich natürlich liebend gerne mit. Und dann kümmern wir uns um euch beide. Irgendwie. Weiß noch nicht so ganz wie. Ah, schau mal an. Du machst genau den gleichen Fehler wie dein Kollege, dann stirbst du auch den gleichen Tod. Beziehungsweise, nein, du willst, stirbst natürlich nicht. Gehst nur eine Runde schlafen. Die rastlose Hand wird sich gegen das Gemeine. Sollten wir uns ansehen? Nein, solltest du dir nicht ansehen. Hehe, hehe. Hör auf. Du willst dir das nicht ansehen. Ich sollte dich vielleicht eher hier reinlegen. Genau, war nur der Wind. Wo ist denn der Orgelfutzi? Okay, er ist entkommen. Wo? Waren wohl nur Ratten. Die sind überall. Ja, das waren nur Ratten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Hallo. Hör doch mal auf, mich anzugucken. Der hin? Läuft er nach unten? Gut, dann kann ich mich ja nicht krallen. Oh nein, der da oben. Oder? Hier ist nichts. Nee, der ist auf so einer Balustrade. So, diesmal lege ich dich hier ab. Ja, ja. So, jetzt haben wir uns erstmal schon mal drei erledigt. Das ist ja schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Jetzt fehlt nur noch der Orgelfutzi, der hier rumturnt. Oh, da ist er gerade. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Komm her. Dich töte ich auch noch schnell ein. Die hier nach glitzernden Dingen suchen, die in einem Moment die Begierden eines Mannes wecken und ihm im nächsten bringen. Aufpassen, ein Herumtreiber. Der steht dann natürlich genau unpraktisch hinter der Wand. Sehr unpraktisch sogar. Aber vielleicht kann ich es trotzdem schaffen, hier schnell wegzukommen. Um
den da abzulegen. Dann bin ich nämlich wieder ein bisschen flexibler. Dann kann ich mich vielleicht sogar gleich um den noch kümmern. Haha, der nächste Eulenträger. Was? Wo hast du mich denn jetzt gesehen? Was? Hier, friss. Friss und stirb. Willst du mir jetzt erklären, wo du mich gesehen hast? Ach, mich wurde schon vorher gesehen, oder was? Woher denn? Warum kommt ihr denn jetzt alle nach oben? Das nervt mich langsam ganz gewaltig, ey. Bist du auf einmal ganz leise? Natürlich bin ich ganz leise. Was denkst du denn? Ich bin schon die ganze Zeit ganz leise und mach hier großes Schlafquartier für euch alle. Ah, jetzt latscht er wieder weg. War ja klar. Okay, jetzt holen wir uns erstmal da drüben das Knochenfragment. Das liegt da schon immerhin die ganze Zeit rum. Beute nehmen. Ja, Knochenfragment. Was haben wir denn für eins bekommen? Schneller Pirscher. Mit weggesteckter Waffe erhöht sich deine Bewegungsgeschwindigkeit. Wirbelwind. Stecke ich den nochmal weg? Den könnte ich mir noch ganz schnell fix eintöten. Da ist immerhin kein anderer. So, den brauchen wir auch nicht groß tragen. Das passt so schon. Da ist gerade irgendjemand neben mir aufgetaucht oder verschwunden. Zumindest von dem Gehör her. Wirkstaub. Schön. Frage ist, ob ich schon ganz nach unten sollte oder ob ich erstmal oben noch ein bisschen aufräumen sollte. Ich glaube, zweiteres wird wahrscheinlich fast besser sein. Hier oben waren ja immerhin noch ein paar Kollegen unterwegs. So, was haben wir hier? Was zu essen, Munition, Granate, brauche ich alles nicht. Ich werde hier noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Ja, sie muss es verstehen. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich finde es so blöd, dass man währenddem nichts machen kann. Wow. Verdammt, das war knapp. Das war wirklich mal sehr knapp. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Ja, weißt du das? Ist ja schön für dich. Sag mal, kommt der Orgelspieler jetzt wieder zurück? Naja, noch nicht. Es müssten noch zwei hier unten rumtun, wenn ich mich täusche. So. Das müsste der erste sein. Wow, das war auch wieder dezent knapper. Habe ich den doch tatsächlich übersehen. Komm, lad auf. Mach nicht so lange rum. Dann können wir nämlich gleich mit dem nächsten weitermachen. Oh, wenn ich jetzt Leute umbringen würde, könnte ich mich so schön einfach auf seinen Rücken schmeißen. Auf seinen Kopf springen. Hä? Ich höre da noch irgendwo einen reden. Außerdem da. Naja, was soll's. Oh, da oben kommt der Orgelspieler zurück, ne? Mal gucken, ob wir rechtzeitig wegkommen. Beziehungsweise rechtzeitig in Position kommen, um ihn dann gleich abzugreifen. Hier müsste er jetzt bald rauskommen, oder? Ah ne, der hängt da oben irgendwo rum. Okay, wir gehen jetzt mal nach da drüben. Ich kann nicht mehr Munition dieses Typen. Attentate verübt und Schätze gehortet. Hier ist bestimmt alles voller Falltüren und falscher Wände. Nicht wirklich. Ehrlich gesagt, nicht wirklich. So, Kollege, wir gehen mal nach da. Oh, die sind natürlich hier. Ah! Warum seid ihr denn in einem Raum? Das finde ich jetzt aber nicht so dolle. Hm.
vielleicht... Ihre Schätze in geheimen Tresoren... Ja, vielleicht haben sie ihre Schätze in geheimen Tresoren. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht schleicht die Anführung nur gerade durch die Gegend und erledigt sich alles, was kreucht und fleucht. So, komm her, Kollege. Warte mal, wie kann man nochmal die Waffe wegstecken? F. Ja, T. Ne. Z. H. Ach, ich habe keine Ahnung. Wo ist er denn hin? Ist er wieder runtergelatscht, oder? Oh, jetzt ist er wieder da draußen. Ich will mich doch hier in Ruhe umschauen können. Mann, 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 Kollege, ey. Und tschüss. So, das war, glaube ich, der letzte hier draußen. Ganz schöne Horte von Kollegen, aber immerhin haben wir es erledigt. So, und du legst noch hier ab. Und dann können wir uns mal in ganz Ruhe umschauen gehen. Wo ging's da rein? Mhm. Daut. Komm, nehmen wir erstmal die Rune. Die macht hier so einen Lärm. Radautz macht die hier. Rabatz, Radautz. Die sieben Gebote, hm? Handelsgebäude, Grüßhafener Reh, Rutschortor, vermutliche Kultisten-Schlupfwinkel. Diese Karte zeigt eine koordinierte Säuberung des überschwemmten Bezirks. Aber die Aufseher haben sich nicht an den Plan gehalten. Jemand muss ihnen was gesteckt haben. Scheint so. Sonst hätten sie das wahrscheinlich nicht alles alleine hier rausgefunden. Das wäre wohl nicht in ihrer Fähigkeit gewesen. So, jetzt gucken wir mal mit dem richtigen Blick hier nochmal durch, ob wir noch irgendwo was übersehen haben. Das Buch haben wir gesehen. Die Sachen kann ich alle nicht nehmen. Gut, dann gehen wir nach oben. Na, hier oben noch irgendwo was? Hier drüben scheint noch ein bisschen was zu sein. Ah, was zu essen. Betäubungsbolzen. Da sage ich nicht nein zu. Da spielt einer seine... Ah, gefangener Assassiner, okay. Gehen wir erstmal nach da drüben. Gucken von hier nochmal. Und dann... Vielleicht von hier? Ah, guck mal, da drin gibt es ein Elixier. Das muss ich mir auf jeden Fall holen. Erstmal noch schnell das Elixier und die Betäubungsbolzen abgreifen. Die werden den jetzt ja nicht gleich erschießen, oder? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Gut zu wissen. Nur noch ein paar Bücher. Ich finde es schade, dass die Bücher nicht gehighlightet werden. Sonst könnte man die auch noch etwas leichter finden. Aber so ich das halt nur nochmal. Zeitverschwendung. Der macht den Mund nicht auf. Was soll denn das? Ich mag diese Orgelspieler nicht. Vor allem, der spielt die ganze Zeit. Der macht den Mund nicht auf. So. Sieh mal her. Nee, so ist es auch nicht gut. Zeitverschwendung. Der macht den Mund nicht auf. Mal sehen, wer sich hier versteckt. Könnte mit ein paar Stockhieben davon. Ja. Ich weiß, dass du hier bist. Wachen, zu mir! Also wenn man ihm ins Bein schießt, dann scheint das zu funktionieren. Vielleicht geht das ja auch von oben. Vielleicht kann ich ihm ja von hier oben auch gleich ins Bein schießen. Tatsache. Zeitverschwendung. Verdammt. Kann
Keine Sorge, ich finde dich schon noch. Meinst du? Glaube ich nicht. Wobei ich mir das jetzt natürlich auch hätte sparen können, also zumindest den dritten Fall. Das wäre bestimmt auch anders gegangen. Ja, Bolzen, normale Bolzen. Hm. Hier noch irgendwas dabei? Beute nehmen? Nein. Auch nicht. Was haben wir hier hinten? Traurig, dass wir so schnell nicht durchkommen. Okay, machen wir erstmal das Seilchen. Meine Hände sind gefesselt. Binden Sie mich gut. Ich warte auf Ihr Zeichen. Ist okay. Gefangene-Assassine, Gefangene-Assassine. Wie viele habt ihr euch denn fangen lassen? Ihr seid ja auch ganz schön dämlich, oder? Ein Gefangene-Assassine wurde befreit. Hallo, ich würde gerne da hoch. Dankeschön. Jetzt müssen wir da irgendwie rüber, ne? Na komm. So. Machen wir nämlich mit den Gefangenen-Assassinen weiter. Wenn wir schon dabei sind. Ist da auch wieder ein Orgelspieler da? Tatsächlich. Spielt der auch schon? Kann ich gar nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ob er spielt oder nicht. Sieht nicht so aus, als würde er spielen. Dann gehe ich doch mal nach da hinten. Hm. So, Schlafenszeit, mein Freund. Danke. Ich warte auf Ihr Signal. Mach das. Wie viele Bolzen? 9. Damit kann man leben. Oh, guck mal. Noch mal ein bisschen Nachschub. Sehr schön. Ich muss auch noch ein paar Knochenfragmente und ein paar Runen finden. Hm? Ist alles aber jetzt eher da drüben, so. Beziehungsweise, es stimmt so nicht ganz. Das ist teilweise da drin. Wie komme ich denn da hin? Ich gehe mal da hoch. So. Ich denke, wir kommen da irgendwie rüber oder so? Lass mal an, da gibt es bestimmt noch irgendwo ein paar Verstecke, die ich noch nicht gefunden habe, so wie das da drüben. Mit Blitzminen und Bolzen, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Hm. So, was ist hier? Achso, ja. Super, da kommt man wieder nicht hoch. Natürlich kommt man da wieder nicht hoch. Da sie nicht wollen, dass man da so durchkommt. So. Also dann gucken wir nochmal, wie wir da jetzt hinkommen. Wir können uns ja hier Gott sei Dank einigermaßen frei bewegen mittlerweile. Habe ich da unten schon alles geklärt? So, ein Typ technisch meine ich. Sieht so aus. Sieht so aus. Ich glaube, da unten in der Straße waren noch die ein oder andere Sache, die man noch eintüten könnte. Zum Beispiel dieser Typ. Aber ansonsten... Hm. Nee. Nicht wirklich. Okay, das heißt wieder zurück rein, hm? Na komm. Hey, was ist denn aus dem Zeitverlangsamungseffekt von Teleportieren geworden? Ist aber nicht sehr nett. Hm. Ja, hätte ich mir auch denken können. Okay. Das heißt, wir gehen wieder hier rein. Und dadurch. Warte mal, lass mich nochmal kurz gucken wegen. Knochenartefakt, da drüben ist noch eins. Ja, genau, aber wie komme ich da nochmal. Ja, genau, da komme ich nämlich so schnell nicht hin. Stimmt. Da muss ich jetzt erst einmal komplett aus dem Rum latschen. So, hier lang. Und dann da rein. Und dann müssen wir uns da. Ein Plätzchen suchen, wo wir nicht gesehen werden. Am besten. Oh, guck mal. Wenn ich das jetzt gescheit anstelle, könnte ich mir den vielleicht holen.
Denn der läuft da gerade weg, genau. Sokolovs Gesundheitsmine, Blitzmine. Ja. Oh verdammt, da kommt ein Orgelspieler. Machen wir uns mal wieder mit da drüben weg. Wir hatten ja hier noch ein bisschen was rumliegen. Sind die neuen Bewerber Schwächlinge wie die letzten? Nein, nein, nein. Oh Gott, nee. Das tue ich mir jetzt nicht an. Das muss nicht sein. So, jetzt machen wir erstmal hier drüben. War hier nicht was? Ich meine, ich hätte hier was gesehen. Hm, nur ein Buch. Okay. Ach komm, einer könnte doch mal wieder zurückkommen. Genau, so ist schön. Komm hier rein. Warte mal, wir gehen mal kurz da drüben in die dunkle Ecke. Vielleicht siehst du uns dann nicht. Das ist sehr schön. Und weißt du was? Wir legen dich auch eher hier in die Ecke. Ich glaube, da, wo der andere gerade schlummert, ist schon ein bisschen exponiert. Okay. Er schlummert irgendwie nicht mehr. Aus welchem Grund auch immer. Oh, bist du alleine? Hm. Jetzt hat er mich doch tatsächlich durch die Tür gesehen. Blöde Erfindung, Glas. Ja, wenn ich Glück habe, läuft der auch hier rein. Ja, ich sollte aber wieder da hinten in die Ecke gehen. Sonst. Hey. Was soll denn das? Nicht hergucken. Ach Mist, der hat mich gesehen. Ich dachte, der große Dieb wäre ein Meister-Assassin. Ich werde dir die Alte. Ich werde dich den Pferd. Hume ist aber nicht eliminiert, ehrlich gesagt. Er schläft nur eine Runde. Okay, das müssen wir uns irgendwie anders machen. Vielleicht sind wir so schnell genug. Das war, glaube ich, ganz schön knapp. Aber es hat offensichtlich funktioniert. Ja, genau. Kommst du dabei und dann sind wir zufrieden. Warum machst du das denn nicht? Wie wär's denn? Guck mal. Das halte ich von deiner Patrouille, mein Freund. So, komm. Und der Nächste, der da schlafen geht. Wo die wohl alle hin sind so langsam? Ich meine, ich habe sie nicht getötet. Aufseher Hume. Der ist genau da, wo wir auch das letzte Mal den... Ich weiß gar nicht, wen haben wir da erledigt? Irgendjemand haben wir ja auch genau hier in diesem Raum erledigt. Waren das die Aristokraten, die uns hintergangen haben? Ach, wer weiß das schon. Sag mal, kommt jetzt eigentlich noch einer raus? Okay, also sind noch etwa 5 Stück da drin. Ist natürlich weniger. Ist natürlich nicht gerade wenig, sagen wir es mal so. Und so ein bisschen. Hallo. Komm raus spielen.
Halt, hallo. Ich sehe dich. Ja, das ist gut, dass du mich siehst. Das war auch meine Absicht. Ja, komm. Naja, so war es jetzt nicht ganz meine Absicht. Ich wollte hier nur ein bisschen rauslocken. Wir wissen, dass du hier bist. Ach was, ihr seid ja schlaue Kerle. Guck mal, ob ihr das auch hinbekommt, wenn ihr von hinten eine Wirkgranate reinbekommt. Ich dachte, die Opfer können sie nicht sehen. So viel zu Legende. Ich dachte, der große Daud wäre ein Meisterassassin. Ich werde dir die Eingeweide herausschneiden. Ein einziger Fehler und sie sind erledigt. Wie die Litanei sagt, es gibt Mächte außerhalb dieser Welt. Und wer sie herausfordert, muss sich am Schwert beweisen. Na, erzähl nicht so viel. Der Ketzer dauert. Überwältigt vom festgerissenen Aufseher Leonard Jung. Das verbessert meine Chancen, selbst Oberaufseher zu werden. Erzähl mal fertig. Ich will mal wissen, was du so zu erzählen hast, Kollege. Wachen, zu mir! Sind keine mehr da. Das war's. Und dann Wachen. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu tun. Mal schauen, ob es was bringt, ihn zu erwürgen. Dann mache ich das vielleicht sogar. Nicht wirklich. Ja, das werden wir gleich lesen. Ich denke, das gehen wir doch noch ein bisschen anders an, oder? Das muss doch irgendwie machbar sein, das ein bisschen kontrollierter anzugehen. So, jetzt machen wir erstmal die ganzen Türchen auf. So, und dann schauen wir uns mal um. Da muss doch noch mal einer von denen da rauskommen. Sir, dürfte ich anmerken, die Männer sind unglücklich. Die Gefangenen sind... Oh Mann, was die alles mitkriegen, ist unglaublich. Sir, dürfte ich anmerken. Die nicht durchs Glas schießen, dauert. Das ist nicht so cool. Nein. Das ist der nächste. Der liegt. Ah, da gehen zwei die Treppe hoch. Das ist doch gar nicht schlecht. Des Ordens sind. Dort ist nur ein alternes. Das sollten wir uns ansehen. Tja, ich kann nur diesen Ort nicht mehr riechen. Aber sie haben. Ich hab was gehört. Nee. Falsche Taste, ey. Wenn man gewohnt ist, mit der rechten Maustaste zu zoomen. Schlimme Sache. So. Die schlafen alle da oben fleißig. Wie viele Bolzen habe ich noch? 7. Na, dann dürfte ich den doch einfach so erledigen können. Anscheinend ist der Aufseher gerade sowieso irgendwo anders beschäftigt. Wo auch immer. Er meint, er müsste sich jetzt gerade aufhalten, in dem Augenblick, wo ich seine ganze Armada zerlege. Aber mir soll es recht sein. Ja, da kommt er, da kommt er. Ah. Da er allerdings alleine ist, würde ich sagen, es ist kein Problem, ihn zu erledigen. So, wir machen das nämlich einfach so. Wir porten uns dann da hinten. Und machen so. Oh, es tut mir aber leid, dass du jetzt schlafen gehst. Keiner da, der dich rettet. Aufseher Pike, ich habe das Handelsgebäude unter unsere Kontrolle gebracht.
Ein zeitweiliges Hauptquartier befindet sich in einem Gebäude in der Nähe. Meine Männer befassen sich gerade mit etlichen Gefangenen, was sehr informativ sein dürfte. Unser Sieg ist vollkommen. Wir haben den Gegner überrascht. Die Pläne für einen größeren koordinierten Angriff waren offensichtlich nicht nötig. Ich bin sicher, dass Daud bald hier auftauchen wird und wir ihn dann in unsere Gewalt bringen werden. Aufseher Leonard Hume. Ja, Kollege, das würde ich jetzt nicht so behaupten. Aber damit ist Hume ausgeschaltet. Zumindest mal fürs Erste. Und wir holen uns noch ein bisschen... Oh, wir haben genug Wirkstaub. Lesen noch mal ein bisschen Buch. Oh, Dauds persönliches Tagebuch. Mhm. Naja. Okay, was haben wir hier noch rumliegen? Noch ein Tagebucheintrag. Das hört sich so an, als wäre hier irgendwo eine Rune. Ach, da oben. Gucken wir erstmal hier unten weiter. Ha. Da haben wohl schon eine ganze Menge Leute ausgeschaltet, so wie es aussieht. Und ist das hier Geld? Nee, irgendwelche Briefe. Nee, in so einer Zeit ist wahrscheinlich Vitamin B mindestens genauso wertvoll wie Geld. So, hier oben ist Ruhe, das ist sehr schön. Denn dann können wir uns ganz gechillt hier die Runde krallen. Blitzminen, nee. Nochmal ein Tagebucheintrag. Das Ende von Black Sally. Oh, hier hat es noch ein paar Einträge. Wirkstaub haben wir auch genug. Es wäre schön, wenn der Wirkstaub... der Wirkstaub dann auch wirklich wie eine Granate funktionieren würde und Gegner auch ausschalten würde und nicht nur betäuben. Also so, dass ich sie dann noch ausschalten muss. Das wäre schon echt praktisch. Naja. Was soll's. So, gucken wir nochmal genauer uns an, ob die Jungs noch was bei sich haben. Nö, nicht wirklich. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge tüten wir noch die letzten paar Knochenartefakte ein, die sich da uns noch präsentieren. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Drohne das jetzt gerade eben war. Ob wir denn schon alle haben, die wir hier in dieser Mission eintüten müssen. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das irgendwo sehen kann. Befreie noch einen deiner gefangenen Assassinen. Straffreiheitspapier. Auch sehr anders Plan. Ja, das sind die etwas älteren Sachen. Wir haben nur 4 Münzen eingetütet, das ist natürlich nicht allzu viel. Aber naja. Okay. Ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und tschüss.